Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier auf meinem Kanal zu diesem kleinen Video, zu diesem kleinen Weihnachtsgruß, den ich euch auf diesem Wege übermitteln möchte. Als allererstes möchte ich mich bedanken bei allen Abonnenten, ja, bei allen neuen Abonnenten vor allem, die mich jetzt neu gefunden haben auf YouTube, die mir ein Abo geschenkt haben. Und ich möchte natürlich mich auch bei allen alteingesessenen Abonnenten, bei den Abonnenten, die von Anfang an bei mir dabei sind, die mir jetzt schon seit über 3 Jahren die Treue halten, ich möchte mich bei allen da draußen bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre dieser Kanal nicht möglich, denn wenn meine Videos keiner sehen würde, dann bräuchte ich natürlich auch keine Videos machen. Aber euer Zuspruch, eure Kommentare, die zeigen mir, dass ihr mich gerne seht und dass ihr mich auch nach 3 Jahren immer noch sehen könnt. Ja, dafür möchte ich mich bei euch einfach bedanken. Es macht mir unheimlich Spaß, mich mit euch auszutauschen in den Kommentaren, aber auch im Hintergrund, denn auch im Hintergrund lebt die Pfeifen- und Tabak-Community auf YouTube. Durch die Community ist natürlich auch ein privates Netzwerk entstanden im Hintergrund. Ich bin mit einigen von euch natürlich vernetzt, privat. Es sind Bekanntschaften, es sind Freundschaften entstanden, kann ich schon sagen. Und ja, es ist einfach wunderbar, wenn man sich über seine Leidenschaft, Pfeife rauchen, so austauschen kann mit anderen, die dieser Leidenschaft eben auch frönen. Das macht mir unheimlich Spaß und darum geht es natürlich auch hier weiter. Weiter geht es jetzt erst einmal bei mir hier mit einer Info zu meinen Genussmitteln, die ich hier zu mir nehme. Zum einen habe ich mir hier in meiner schönen Advents-Weihnachtstasse mit dem Rentier, da habe ich mir einen schönen Schwarztee eingeschenkt, denn es ist Abend bei mir hier in den Appalachen. Ich habe mich hier heute an diesem wunderbaren Abend, draußen ist es kalt, ich habe die kalte Welt draußen gelassen, habe mich hier in mein Kämmerchen zurückgezogen und genieße diesen Abend mit einem schönen Tee. Und mit einer guten Pfeife, mit einer Georg Jensen. Und hier in dieser Georg Jensen ist ein Tabak, der schon wieder ausgegangen ist, weil wenn man natürlich redet dann und nicht oft genug an der Pfeife zieht, dann geht die aus. Ja, so ist die Physik einer Pfeife. In meiner Pfeife befindet sich mein persönlicher Weihnachtstabak. Eigentlich kann man sagen, es ist mein persönlicher Ganzjahrestabak, denn ich bin jetzt kein spezieller Freund von Weihnachts-Editions, Weihnachtstabaken. Ich rauche, was mir in die Pfeife kommt und was mir schmeckt, auch zu Weihnachten. Und mein persönlicher Tabak ist der Daddy Geftel von HU. Und ja, ich weiß, den wird es demnächst oder jetzt schon nicht mehr geben. Den gibt es jetzt schon nicht mehr, in vielen Shops ausverkauft. Ihr habt es alle mitbekommen. HU, Hans Wiedemann, hat die Produktion an Kopp übergeben und Tabake, die bis jetzt bei DTM in Lauenburg gefertigt wurden, die fallen weg. Und der Daddy Geftel, der ist einer der Tabake, den es nicht mehr geben wird. Ich bin in der glücklichen Lage, mir noch einen großen Vorrat gesichert zu haben. Ich komme mit meinem Daddy Geftel Vorrat noch lange, lange aus. Und der Daddy Geftel ist einer der Tabak, der kurz nach Bekanntgabe des Wegfalls von HU-Tabaken war er einer der ersten Tabake, der auch in vielen Shops schon gleich danach ausverkauft war. Und ich hatte wirklich Glück, da noch Tabak zu bekommen. Das zeigt mir aber auch, wie beliebt dieser Daddy Geftel bei euch da draußen ist und wie hoch er im Kurs bei euch steht.
denn sonst wäre er ja nicht so schnell ausverkauft gewesen. Ja, schade, schade, schade. Wie gesagt, ich habe noch einen Vorrat jetzt hier und ja, es gibt aber bestimmt auch immer wieder Neues zu entdecken. Das Jahr 2024 wird uns auch wieder neue Tabake bringen, bin ich mir ganz sicher. Da steht schon einiges in den Startlöchern. Ich möchte aber jetzt hier in dem Video gar nicht davon reden, was da demnächst alles passieren wird. Da sind andere hier in der Community, die haben ihre Fühler viel länger schon ausgestreckt und die werden euch berichten, sobald es da Neues an der Tabakfront gibt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich bin auch jemand eigentlich, der jetzt nicht unbedingt der Erste sein muss, der was Neues ausprobiert. Ich kann abwarten, ich muss nicht jeden Tabak sofort als Erstes ordern, um euch dann den Tabak hier zu präsentieren, um meinen Kanal mit Content zu füllen. Denn ich bin in der glücklichen Lage, nicht jeden Tabak, den es da draußen gibt, schon zum 5. Mal zu präsentieren, nur um einen Kanal am Leben zu halten. Sondern ich rauche ja jetzt erst seit 3 Jahren Pfeife und für mich gibt es noch so viele Tabake zu entdecken, da redet kein, ich hätte jetzt bald einen Kraftausdruck gesagt, da redet kein Mensch mehr darüber. Die habe ich aber noch nicht in der Pfeife gehabt. Und ja, da kann es dann auch passieren, dass wenn ich nächstes Jahr den ein oder anderen Tabak in die Finger bekomme, den ihr vielleicht schon längst wieder vergessen habt, und ich habe den für mich jetzt neu entdeckt und ich bin der Meinung, es gibt über den Tabak was zu berichten, dann kann es natürlich passieren, dass der Tabak hier bei mir im Video erscheint. Ob es dann ein positiver Bericht über diesen Tabak wird oder negative, das bleibt abzuwarten. Ihr kennt mich, ich nehme da kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, was mir schmeckt, ich sage euch aber auch, was mir nicht schmeckt. Ich will jetzt keine Tabake zerreißen, aber ich halt mit meiner Meinung dann eben nicht hinterm Berg und wenn es kritische Punkte zu einem Tabak gibt, dann werde ich die auf jeden Fall auch mitteilen. So wie ich es ja auch über viele der amerikanischen Tabake gemacht habe, die ich getestet habe für euch, beziehungsweise für mich, denn ich war ja selbst neugierig auf die Tabake. Ich will die jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt hier noch in diesem Video breit treten, denn es passt einfach jetzt nicht hier in dieses Weihnachtsvideo, aber ja, den Hype um diese Tabake, den muss man nicht mitmachen und viele von euch haben das auch nicht getan und mir das auch in ihren zustimmenden Kommentaren unter meinen Reviews ja, bestätigt eigentlich. Aber nichtsdestotrotz wird es natürlich hier weitergehen auf diesem Kanal. Es wird aber jetzt im Dezember ruhig werden. Der Dezember, der ja eigentlich der letzte Monat des Jahres ist und der ein Jahr ein bisschen ausschleichen lässt, der hat bei mir nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Ich habe hier wirklich im Dezember ja ziemlich Stress gehabt. Es war viel los bei mir, was ich bewältigen musste, was ich abarbeiten musste, was ich erledigen musste. Und da bleibt natürlich so ein Kanal, der ja Hobby ist, ein bisschen auf der Strecke. Und der Content, der wird weniger. Klar, wenn man für etwas keine Zeit findet, dann bleibt eben der Kanal mal ein bisschen länger ruhig. Es ist jetzt passiert und es wird auch weiterhin passieren. Ich möchte euch da um Verständnis bitten. Es wird jetzt im Dezember eigentlich kein Tabak-Review oder mehr irgendwas über eine Pfeife kommen. Ich brauche jetzt die Zeit noch ein bisschen, um wieder Sachen noch aufzuarbeiten, um noch ein bisschen Sachen zu organisieren, zu regeln. Und aber keine Angst, es geht natürlich hier weiter. Ab Januar gibt es dann wieder, ich kann jetzt nicht versprechen, in regelmäßigen Abständen, ich kann nicht sagen, jetzt jede Woche oder alle 14 Tage kommt Video. Manchmal kommt jede Woche ein Video, manchmal dauert es vielleicht mal 2, 3 Wochen. Aber der Kanal bleibt auf jeden Fall bestehen. Es kommen neue Inhalte, es wird weitergehen hier mit dem Country Maniac auf diesem Kanal und natürlich für alle Country Music Fans, die meine Radiosendung verfolgen bis jetzt, da wird es natürlich auch im nächsten Jahr
weitergehen und dann wird es weiterhin was auf die Ohren geben. Ja, wer mich also nicht sehen will, aber er mich hören kann oder möchte, der darf dies auch nächstes Jahr weiterhin tun. Ja, wie gesagt, das Jahr war ein bisschen anstrengend jetzt am Ende für mich und seht's mir nach, wenn einfach jetzt auf dem Kanal im Dezember nicht mehr viel passiert. Aber ich wiederhole mich jetzt hier nochmal. Ab Januar geht es dann hier weiter. Das war es eigentlich schon von mir. Ich möchte dieses Video jetzt nicht mit irgendwelchen leeren Phrasen in die Länge ziehen. Ich wollte mich einfach jetzt zum Jahresende nochmal bei euch melden, mich bei euch bedanken für euren Zuspruch, für eure Treue. Wollte euch mitteilen, auch ein bisschen, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, der Dezember, da bleibt es jetzt ein bisschen ruhig hier. Ab Januar geht es dann hier weiter. Und so bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als euch allen da draußen jetzt noch eine wunderschöne Adventszeit zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht mehr so viel Stress vor Weihnachten, so dass ihr jetzt noch im letzten Moment vielleicht irgendwie Geschenke besorgen müsst oder irgendwas organisieren müsst, um dann in dieses Pseudo-Besinnliche zu verfallen, weil entweder nimmt man sich die Zeit auch schon vorher im Advent ein bisschen, weil man kann es ja doch nicht erzwingen. Man kann nicht bis zur letzten Minute hetzen durch die Städte oder im Internet gucken, um noch irgendwie ein Geschenk zu erhaschen und dann plötzlich sitzt man da Punkt 18 Uhr am Heiligabend und nimmt sich vor, ab jetzt sind wir alle besinnlich. Es klappt ja nicht. Ein bisschen vorher entschleunigen tut da ganz gut. Ja. Ja, und wenn ihr das Video vielleicht erst nach Weihnachten seht oder irgendwann, ich wünsche euch auf jeden Fall, wie gesagt, ich mach's mal für alle. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Advent und eine schöne Weihnachtszeit. Eine besinnliche Weihnachtszeit und ich wünsche euch natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich wünsche euch gleich jetzt hier für 2024 viel Glück, viel Gesundheit und weiterhin viel Genuss mit eurem Hobby, mit eurer Leidenschaft, dem Pfeiferrauchen und ja, ich sage vielen Dank, dass ihr auch dieses Video angeschaut habt und ich freue mich im nächsten Jahr, wenn ihr wieder hier alle mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut, kommt gut durch die stille Zeit und ins nächste Jahr. Euer Marco.